Ja, schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir eine weitere Session auf dem roten Sofa haben. Neben mir sitzt Nicolas Perrin, er ist CEO von SBB Cargo. Herr Perrin, schön, dass Sie da sind. Freut mich. Hallo. Herr Perrin, ein heiß diskutiertes Thema im Eisenbahnsektor sind ja so die Wagenladungsverkehre. Mitunter wird schon spekuliert, haben Sie überhaupt noch eine Zukunft? Oder muss da furchtbar viel umgestellt werden? Wie ist Ihre Einschätzung? Wie lässt sich der Wagenladungsverkehr in Zukunft in Europa darstellen? Der Wagenladungsverkehr hat sicher eine Zukunft. Natürlich wird der kombinierte Verkehr sicher höhere Wachstumsraten haben. Das hat auch mit der Globalisierung zu tun. Aber für große Mengen und mit der Voraussetzung, dass Anschlussgleise da sind, ist der Wagenladungsverkehr logistisch ein Top-Mittel, eben Standorte miteinander zu verbinden. Und ich glaube, in Europa hat das Zukunft, das haben auch einige Bahnen erkannt. Und in der Schweiz setzen wir auch sehr stark auf den Wagenladungsverkehr. Was genau tun Sie denn da, um den Wagenladungsverkehr gerade in der Schweiz zukunftsfest zu machen? Also wir haben heute schon knapp ein Viertel der Verkehrsvolumen im Binnenverkehr auf dem Wagenladungsverkehr. Das heißt, die Schweizer Wirtschaft basiert eigentlich schon sehr stark auf dem System. Wir sind jetzt daran, auch zu überlegen, müssen wir das System neu designen. Ein Punkt, in den wir sicher reingehen, ist, wir müssen einfacher in den Strukturen werden. Die Komplexität muss da raus, die kostet auch zu viel. Ein zweiter Punkt, den wir sehr stark spüren, ist, wir müssen vermehrt Angebote haben im Bereich Versorgung, Handelslogistik, auch Entsorgung, weil die klassischen Bahnmärkte mit Industrie, Bulkprodukten, großvolumigen Produkten, die verschwinden eher. Das sind nicht mehr die Kunden unserer Zukunft. Und den Wandel, den ziehen wir durch. Und der dritte Punkt ist, wir werden auch mal fragen müssen, braucht es innovativere Lösungen, IT-seitig, produktionsseitig. Können Sie schon erste Erfolge verzeichnen, gerade was so neue Kundengruppen wie den Handel angeht? Im Handel sind wir in der Schweiz sehr, sehr gut positioniert. Die beiden größten Handelsketten in der Schweiz haben ihre Logistik auf die Bahn verlegt. Wir haben übrigens, das ist ein Erfolg, auch die deutschen Handelsketten, die ja jetzt in die Schweiz kommen, setzen vermehrt jetzt auch auf die Bahn. Die merken, dass man da mit der Bahn arbeiten kann. Und wir sehen zunehmend, dass wir in diesem Segment gewinnen. Aber es reicht gerade, um das zu kompensieren, was wir auf anderen Gebieten wie Holz, Papier oder so eben verlieren. Und da braucht es sehr große Anstrengungen. Mit welchen Argumenten können Sie denn die neuen Kundengruppen überzeugen? Der Wagenladungsverkehr ist extrem rationell im Umschlag. Man hat an sich große Lademittel, einfacher Verlad. Man hat den Wagen, kann man relativ lange auch nutzen für den Verlad. Also man kann Inhouse-Logistik optimieren. Man muss die Inhouse-Logistik nicht auf die Transporte hin optimieren, sondern man optimiert die Transporte auf die Inhouse-Logistik. Man hat große Volumen und was wir zusehends spüren ist, mit extrem hoher Pünktlichkeit können wir auch die zunehmende Qualitätsverlust auf der Straße durch Stauzeiten und so, werden wir auch da wettbewerbsfähig. Kommen wir mal zum internationalen Bereich. Der ist, glaube ich, im vergangenen Jahr auch deutlich stärker gewachsen als jetzt der nationale Bereich. Und Sie sind da ja auch mit zwei noch recht jungen Unternehmen aktiv. Einmal X-Rail für den Einzelwagenbereich, die internationale Kooperation und seit Anfang dieses Jahres auch mit SBB Cargo International. Gerade bei SBB Cargo International, wie ist das Geschäft angelaufen? Wir sind sehr gut gestartet. Wir haben ja eine ganz, ganz schlanke Bahn gegründet. Der Beweis, glaube ich, dass die Idee, also die Aufstellung sehr gut ist, ist auch, dass wir mit Hupac einen Partner haben, der hier privatwirtschaftliches Geld investiert. Der Start ist sehr gut verlaufen. Er ist etwas in einem Stresstest verlaufen mit dem tiefen Eurokurs. Da leiden wir als Schweizer Unternehmen extrem stark. Aber ich bin überzeugt, dass wir hier die gesetzten Ziele erreichen und auch da in die Profizone kommen mit dieser Firma. Die Firma ist auch sehr stark eben auf Ganzzüge und aber auch auf kombinierten Verkehr ausgerichtet, was natürlich international ein Wachstumssegment ist.
Vielleicht können Sie noch ganz kurz was zu den Zielen sagen. Zum einen, wann soll die Profitzone erreicht werden und welche Volumina werden da so aufs Jahr gerechnet voraussichtlich bewegt? Also Profitzone streben wir auf 2013 an und das werden wir auch erreichen, da bin ich überzeugt. Wir werden dieses Jahr etwa 30.000 Züge fahren. Wir werden auf der Nord-Süd-Achse, wir konzentrieren uns ja auf die Achse, einen Marktanteil von knapp der Hälfte haben. Und der geht dann natürlich auch auf die Rheinschiene und auf Italien rüber. Und also das sind etwa die Eckwerte der Gesellschaft. Mal marktübergreifend ein spannendes Thema, mit dem die Bahn ja auch immer wieder um Kunden wirbt, ist das Thema Nachhaltigkeit, grüne Logistik. Wie schätzen Sie realistisch die Potenziale jetzt für die Schiene in Sachen grüner Logistik ein? Die Schiene ist natürlich per se schon mal grüner wie andere Verkehrsträger. Wir haben sehr früh grüne Produkte lanciert. Wir haben seit 2 Jahren ein CO2-freies Produkt mit einem Ausgleich über MyClimate. Da kann man die CO2-Kompensation einkaufen. Wir sehen, dass der Logistikmarkt darauf nicht gerade gesprungen ist, weil Kosten offenbar doch im Vordergrund stehen. Aber wir sehen auch zunehmend, dass Kunden sich selber unter Druck setzen, eben eine grüne Logistik zu haben oder gesamthaft grün zu sein. Und die Bahn hat da ganz, ganz wesentliche Vorteile und auch wir als SBB haben wesentliche Vorteile. Wir haben zum Beispiel in der Energieproduktion 75% erneuerbare Energie aus Wasserkraft und davon besitzen wir den größten Teil der Kraftwerke selbst, also wir können das auch selbst steuern und das sind Vorteile, die die Straße als Beispiel nie bieten kann. Stichwort Straße und Ökologie, da gibt es ja auch ganz viele Versuche, so den Carbon Footprint bis auf die Sendungsebene beispielsweise herunterzurechnen. Ist das im Bahnsektor auch ein Thema? Wird sowas bei Ihnen auch versucht? Also wir offerieren unseren Kunden die Möglichkeit, dass sie jede Sendung rechnen können, was sie für CO2-Einsparung haben. Wir offerieren, dass sie sie auch kompensieren können. Und damit legen wir auch die Bilanz oder die Basis, dass ein Kunde eine Energiebilanz oder die CO2-Bilanz jederzeit legen kann. Ich glaube, das ist heute einfach ein Markterfordernis. Dann abschließend meine Frage nochmal nach Ihrer Bilanz für SBB Cargo für 2011 insgesamt. Wir haben jetzt über das internationale Geschäft schon ein bisschen gesprochen. Wie wird SBB Cargo in 2011 insgesamt abschließen? Also international werden wir gut starten. Ich gehe auch von einem Wachstum aus, dass wir da mitziehen können. In dem Schweizer Markt werden wir uns jetzt, der Schweizer Markt stagniert etwas mit dem Eurokurs. Das wird das Hauptproblem dieses Jahres sein. Wie gleichen wir diesen tiefen Eurokurs aus? Der macht uns wirklich Bauchweh. Ich hoffe auch, dass da die EU etwas Stärke in den Euro geben kann. Das wäre eine Bitte da nach Brüssel. Und wir werden dieses Jahr auch die Basis legen, dass wir den Schweizer Binnenverkehr in die Zukunft entwickeln können. Das wird die Hauptaufgabe in diesem Jahr sein. Es wird also nicht langweilig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg, auch hier auf der Messe. Herr Perrin, ganz herzlichen Dank, danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Danke.